Kapitel 8. 1 gegen 1 um den roten Juwel. Also, ich weiß nicht, wie ich das Ganze jetzt anfangen soll. Also, dieses Kapitel hat ausnahmsweise nicht Bulbi geschrieben, sondern sie hat mir gesagt, dass ich es einfach irgendwann nachtragen soll, weil mir viel mehr passiert ist als ihr. Ah ja, vielleicht sollte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Scheinux und ich habe keine Idee, wie man Geschichten schreibt. Das ist dann wohl eher Bulbis Fachgebiet. Aber naja, ich werde trotzdem so genau wie möglich erzählen, was sich nach dem Sturm zugetragen hatte. Also, als ich wieder aufgewacht bin, lag ich an einem Sandstrand, mitten auf einer einsamen Insel. Vor mir war ein großer Urwald mit einem beeindruckenden Vulkanenzentrum. Nicht so beeindruckend wie der von Groudon, aber ich brauchte einen Moment, um klar zu denken und zu realisieren, was geschehen war. Unser Schiff hatte den Sturm nicht überstanden. Und alle, die darauf waren, wurden von den Fluten weggeschwemmt. Ich hatte offensichtlich großes Glück, auf einer Insel zu landen. Aber ich wusste nicht, ob die anderen es auch gehabt hatten. Ich hoffte, dass es Bulbi und Seemobs gut ging. Um Chelast scherze ich mich ehrlich gesagt eher weniger. Ich war immer noch sauer auf ihn, der mich offensichtlich bei meinem Verschwinden am Zeitturm sofort aufgegeben hatte. Ich beschloss, dass es das Sinnvollste war, zunächst die Insel abzusuchen, in der Hoffnung, jemanden zu finden. Aber als ich aufstand, bemerkte ich, dass am Rand des Waldes ein Nachtara stand und mich anstarrte. Kaum hatte es mich bemerkt, verschwand es. Ich dachte nicht lange darüber nach und lief den Strand ab. Um es kurz zu fassen, ich fand keinen meiner Freunde am Strand, nicht einmal Spuren von ihnen. Was ich jedoch fand, war Bulbis Beutel. Das war für mich schon einmal eine große Erleichterung, denn ich stellte fest, dass sich der rote Juwel noch in ihm befand. Somit hatten wir zumindest den, sobald wir wieder versammelt waren und unser letztes Teammitglied gefunden hatten. Auch noch eine Suche, die sich als sehr schwer herausstellen konnte, denn der Inselkontinent umfasste etwa 100 kleine Islands. Das wiederum hieß auch, dass es Monate oder gar Jahre dauern konnte, all meine Freunde zu finden, falls sie überhaupt noch am Leben waren. Aber ich wusste, dass Trübsalblasen mir nicht half. Ich machte mich als nächstes auf in den Dschungel, um dort nach ihnen zu suchen. Ich hoffte inständig, dass es in diesem Regenwald keine großen Spinnen-Pokémon oder gar giftige Insekten gab. Jedoch musste ich so oder so hinein. Die erste halbe Stunde blieb ich auch dort erfolglos. Doch dann bemerkte ich erneut ein Pokémon, das mich beobachtete. Ein Psyana. Es wollte wieder sofort flüchten, als ich es bemerkt hatte, aber dieses Mal stoppte ich es. Warte, ich brauche deine Hilfe! Es blieb tatsächlich stehen und ich begab mich zu ihm. Ich suche meine Freunde. Hast du auf der Insel irgendwelche Fremden gesehen? Obwohl es zunächst sehr nervös war, schien es sofort sehr aufgeregt. Fremde? Zum Beispiel ein Seemopf oder ein Chelast? Ja, genau, die beiden. Weißt du, wo sie sind? Ja, ich habe die beiden schon zueinander geführt. Sie sind auf einer Lichtung im Wald. Aber vorher haben sie von dir geredet. Du bist nicht zufällig Scheinux, oder? Ich war etwas verwirrt. Doch, der bin ich. Warum denn? Bitte folgt mir. Bevor ich überhaupt fragen konnte, was denn los war, rannte das Psyana los, mitten in Richtung des Vulkans. Ich folgte ihm, einerseits neugierig, was denn so wichtig war, und andererseits brauchte ich es, um Chelast und Seemobs zu finden. Ich musste ihm einige Zeit hinterherrennen, als ich glaubte, zwischen den Bäumen eine Lichtung zu erkennen. Das Psyana sprang durch das Gebüsch und bevor ich es auch konnte, erhellte ein seltsamer Lichtblitz alles um mich herum. Ich ließ mich nicht beirren und lief weiter. Auf der anderen Seite, mitten auf der Lichtung, stand ein Evoli. Von Psyana war keine Spur mehr. Du bist also wirklich Scheinux? Ich musste erst kurz zu atmen kommen. Ja, da bin ich. Wo ist denn das Psyana hin? Sie ist weg. Sie wollte dich nur hierher bringen. Ich muss nämlich mit dir sprechen. Er sucht immer noch einen Mitstreiter, sehe ich das richtig? Ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sie sagte. Bitte was? Also, ja, das tun wir, aber... Ich hab's im Traum gehört, so wie Seemobs und Chelast auch. Ich will euch helfen, wenn du dir nicht sicher bist, was ich auch verstehen kann. Du hast doch das Foto in deinem Beutel, oder nicht? Ich durchsuchte den Beutel noch einmal gründlich. Als ich beim ersten Mal gesehen hatte, dass das Juwel dort war, hatte ich den Rest eigentlich ignoriert. Es war tatsächlich auch noch da und aus irgendeinem Grund nicht einmal durchweicht. Ich war zunächst verwirrt, weshalb das Evoli sogar davon wusste. Jedoch nahm ich einfach an, dass der Überlebende ihr mehr gesagt hatte als den anderen. Und es reichte mir. Kaum hatte sie es an sich genommen,
bildete sich aus den Farben des Hintergrundes ein Bild eines Evoli direkt neben dem von Chillast. Diesmal hatten wir tatsächlich riesiges Glück gehabt. Wir hatten unsere Mitstreiterin früh gefunden. Zudem waren auch Seemops und Chillast hier. Nun mussten wir nur noch Bulbi finden. Hallo, hörst du mir zu? Ich musste sehr in Gedanken versunken gewesen sein, denn erst dann merkte ich, dass das Evoli mich ansprach. Tut mir leid, ich war gerade mit dem Kopf woanders. Ich merkte jetzt schon, was für eine Art von Persönlichkeit dieses Evoli hatte. Mach gar nichts, hier hast du dein Foto wieder. Sollen wir zu deinen Freunden gehen, damit wir auch Bulbi finden können? Ja klar. Wir liefen nicht lange durch den Wald. Das Evoli hatte sich geweigert, sich jetzt schon vorzustellen, was aber auch Sinn machte. Sie versprach, uns etwas über sich zu erzählen, sobald unser Team wieder vollständig war. Wir kamen schnell an der richtigen Lichtung an. Chillast und Seemops warteten bereits dort. Jedoch diskutierten sie aufgeregt. Sahen beide sehr besorgt und eingeschüchtert aus. Chillast, Seemops, was ist denn hier los? Shinux, gut, dass du hier bist. Wir haben ein großes Problem. Worum geht es? Um Bulbi. Wisst ihr, wo sie ist? Das wäre schon mal ein großer Vorteil für uns. Ja, wissen wir, aber das ist garantiert kein Vorteil. Es ist in einer Höhle, wenige Kilometer im Norden, aber... Groudon ist auch dort. Ich hörte, wie er noch weitersprach, aber ich verstand den Inhalt nicht mehr. In meinem Kopf kreiste nur noch ein Gedanke umher. Bevor irgendjemand noch etwas sagen konnte, war ich bereits losgerannt. Genau nach Norden. Ich hörte noch, wie Chillast mir hinterherrief, aber ich ignorierte ihn und rannte weiter. Ich rannte vermutlich so schnell wie noch nie zuvor. Ich wollte so schnell wie ich konnte Groudons Unterschlupf erreichen. Ich weiß heute natürlich, dass es sehr naiv war, einfach ohne Plan oder überhaupt eine Idee, mitten dorthin zu gehen, vor allem mit dem roten Juwel im Gepäck. Aber in diesem Moment ignorierte ich all diese Fakten. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ich tatsächlich an einem Steinhügel ankam. Ich wusste, es musste die Rückseite der Höhle sein. Aus dem Inneren hörte ich Stimmen. Wo hast du mein Juwel versteckt? Ich weiß genau, dass du ihn hattest. Wie soll ich es noch sagen? Unser Schiff ist gekentert. Ich habe keine Ahnung, was aus meinen Items geworden ist. Ich weiß nicht mal, wo meine Freunde sind. Lieg mich nicht an! Ich habe vorhin schon zwei von ihnen gesehen. Und wenn sie hier sind, muss das heißen, dass du lügst. Also, wo ist mein Juwel? Ich erkannte beide Stimmen sofort. Und dank dem Inhalt ihres Gespräches war es sogar mehr als sicher, dass es sich um Groudon und Bulbi handelte. Wieder handelte ich unüberlegt und stürmte um den Steinhaufen herum und in den Höhleneingang. Dort sah ich die beiden sofort. Groudon hatte eines von Bulbis Beinen unter einem Stein eingeklemmt, um ihre Flucht zu verhindern. Sie lügt nicht, unser Schiff ist gekentert. Beide bemerkten mich nun. Shinux, was? Verschwinde von hier! Ich werde nicht von hier verschwinden. Wenn hier jemand verschwindet, dann bist du das, Groudon. Dieser sah amüsiert zu mir. Ach, sieh an. Jetzt ist der Moment der Geschichte, in der der Retter auf den Plan tritt, um seine Freundin zu retten. Wie süß. Du weißt, weshalb ich hier bin. Gib mir den Juwel und ihr dürft ziehen. Ich fühlte die Wärme des Juwels in dem Beutel. Du weißt, dass ich dir den Juwel nicht gebe. Wenn du ihn haben willst, dann kämpf um ihn. Er begann zu lachen. Du forderst mich heraus. Dir ist aber klar, dass ich diesmal auf Überraschungsangriffe von eurem Schildkrötenfreund vorbereitet bin. Und in einem fairen Kampf könnten mich alle Bewohner des Waldes zusammen nicht besiegen. Aber wenn du unbedingt drauf bestehst, dann zeig mir, was du kannst. Und so begann mein erster wirklicher Kampf in meinem Leben, an den ich mich erinnern kann. Ich wusste selber, dass ein Kampf eine wirklich törichte Idee war. Vor allem, da neben all den Fakten von wegen Kontinente erschaffen und Erde formen, auch noch mein Typennachteil hinzukam. Jedoch gab es für mich keine andere Möglichkeit. Und zumindest hatte ich einen Vorteil. Während ich sehr klein und agil bin, konnte der metergroße, fettlose Groudon Attacken deutlich schwerer ausweichen als ich. Das Problem war nur, dass dieser Vorteil natürlich wenig nützte im Anbetracht der Tatsache, dass meine stärksten Angriffe allesamt keine Wirkung auf Groudon zeigten. Während er also mit riesigen Felsen und Schlammlawinen um sich schoss, konnte ich ihn lediglich tackeln und beißen. Eine Flucht wäre rein theoretisch auch möglich gewesen. Jedoch wollte ich gar nicht wissen, was mit Bulbi passieren würde, wenn ich diese Möglichkeit wahrnahm. Ich versuchte alles, um gegen ihn anzukämpfen. Es kam mir vor, als würde es eine stundenlange Schlacht sein, auch wenn es in Wirklichkeit kaum 5 Minuten waren.
Dies war auch der Grund, weshalb mein erster Plan nicht funktionierte. Grodon so lange in Schach halten, bis die anderen ankommen würden. Mit einem Eis- und einem Pflanzen-Pokémon an meiner Seite würde ein Kampf gegen ein Boden-Pokémon nun einmal deutlich einfacher werden. Aber ich wusste, sie würden, selbst wenn sie sich beeilen würden, vor allem durch Seemobs Fortbewegung, die außerhalb von Schnee eher schlecht funktionierte, mindestens 20 Minuten brauchen, um die Höhle zu erreichen. Während diese drei sich also ihren Weg zur Höhle bahnten, musste ich gegen Groudon ankommen. Auch wenn ich klein und agil war, schaffte ich es nicht immer, ihm auszuweichen. Auch wenn ich das Glück hatte, wenn dann von Gesteinsangriffen getroffen zu werden. Aber dass diese nicht sehr effektiv gegen mich waren, half mir auch nicht wirklich weiter. Natürlich hatte ich trotzdem große Probleme, wenn ich von Felsen getroffen wurde, die beinahe so groß waren wie ich selber. Groudon schien auch zu bemerken, wie ich schwächelte. Und es sah stark danach aus, als würde ich diese Schlacht tatsächlich verlieren. Vor allem, da mein Feind selber nicht schien, als würde er meine Attacken überhaupt spüren. Als ich langsamer wurde, nutzte Groudon die Zeit für einen Erdbebenangriff. Anders als viele denken, fügt dieser Angriff Pokémon zwar keinen wahren Schaden zu, aber es reichte allemal, um mich in meinem geschwächten Zustand von den Füßen zu werfen. Ich landete mit voller Wucht auf dem Boden und versuchte wieder aufzustehen, aber mein Körper wollte nicht mehr. Ich sah, wie Groudon sich langsam näherte. Doch dann stoppte er. Sein Blick fiel auf meinen Beutel, den ich bei meinem Sturz verloren hatte. Er griff nach ihm und nahm sich den Edelstein. Du hast großes Glück, dass ich heute so gute Laune habe. Dafür, dass du mir den Juwel ausgeliefert hast, lasse ich dir dein Leben. Aber wagt es nicht, mein Reich der Flammen je zu betreten. Ansonsten werdet ihr nicht die gleiche Gnade erfahren. Er verschwand mit einem irren Lachen inmitten einer Säule von Flammen. Gerade in diesem Moment trafen Seemobs Chillast und das Evoli ein. Shinnok, Bulbi, geht es euch gut? Während Seemobs und das Evoli den Felsen von Bulbis Fuß entfernten, half Chillast mir wieder auf. Mein Körper schmerzte, aber ich hatte nicht das Gefühl, ernsthaft verletzt zu sein. Was passiert? Ich und Bulbi schwiegen einen Moment. Groudon, er hat den Juwel. Es tut mir leid, ich hätte nicht so naiv sein dürfen. Unsere Mission ist gescheitert, nur weil ich zu dumm war. Groudon wird den Wald zerstören und wir werden den Überlebenden nie finden. Ich sah auf den Boden. Für wenige Sekunden herrschte Stille. Dann hörte ich das Evoli reden. Er hat den Stein genommen und ist von hier verschwunden? Ihr Tonfall wirkte sehr, als ob sie es nicht realisieren konnte. Aber das änderte sich auf einmal völlig. Er hat ihn wirklich genommen? Es hat also geklappt, wir sind ihn los. Alle starrten sie verständnislos an, bevor Chillast sie anfeixte. Sag mal, ist dir eigentlich bewusst, was Groudon mit diesem Stein machen kann? Er wird den ganzen Wald niederbrennen und all seine Bewohner mit ihm. Und du freust dich über die Lage? Nein, mit dem Stein kann er überhaupt nichts anfangen. Ach ja, und weswegen war er dann vor Groudon versteckt? Oder er hat uns wegen ihm angegriffen und gejagt? Weil er Spaß daran hatte? Nein, weil er dem Überlebenden auf den Leim gegangen ist. Mit dem Rubin kann er machen, was er will. Davon gibt es hier in den Höhlen Hunderte.